so ein bisschen herum in der Unterwelt. Dann erlebt man, dass jedes Mal bald ein Name fällt. Keiner, der so sein Handwerk versteht, keiner hat solche Dinger gedreht. Na, wie wer? Wie immer wieder er. Der Lord von Barmbek, so viel ist klar. Ob der wo einbrach oder ausbrach, er war wunderbar. Auch die Ganoven, sogar die Doven, sie gaben zu, dass er der Größte war. Wer stahl schlafenden Bürgern das Geld unterm Kissen fort? Wer hielt sogar unter Gaunern wie ein Lord sein Wort? Wem war keine Fassade zu steil? Wer kam auch wieder runter und heil? So wie er, nun wissen Sie schon wer. Der Lord von Barmbek, der hatte Mut. Es hatte keiner, auch nicht einer, so viel kaltes Blut. Auch die Polypen, selbst diese Typen, im Stillen zogen sie vor ihm. Geschick ihm kein Glück gebracht. Manches Jahr hinter Gittern hat er drüber nachgedacht. Viel zu spät erkannte er dann, leg dich mit der Justiz niemals an. Die Partie gewinnt am Ende sie. Der Lord von Barmbek, das war ein Mann, was man ja leider nicht von jedem Mannsbild sagen kann. Es träumten Damen bei seinem Namen so allerhand, was nicht im Traumbuch stand. Der Lord von Barmbek, so viel ist klar. Ob der wo einbrach oder ausbrach, er war wunderbar. Heut nennt man neidlos.